What the fuck ist das, Bench? Das ist Turmoil. Turmoil ist ein sehr, sehr entspanntes Spiel auf jeden Fall. Also zumindest der normale Modus, den habe ich schon durch. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hatte. Irgendwer schrieb das bei einem Idle Game Vorstellungsvideo. Hey, machst du auch ein Vorstellungsvideo zu Turmoil? Und ich so, ja, wenn dann auf jeden Fall nicht in der Reihe, weil es ist halt kein Idle Game in dem Sinne. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr entspanntes Spiel. Und wir starten jetzt quasi mal ins New Game Plus. Neue Kampagne. Ja, bin ich sicher. Im Expertenmodus quasi. Also es ist dann schwerer, keine Ahnung. Ich habe mir den Expertenmodus auch noch nicht angeguckt. Und ich bin mal gespannt, inwiefern das schwieriger wird, weil der normale Modus war halt wirklich sehr entspannt. Also da konnte man nicht so richtig viel falsch machen. Hallo ihr, ich sehe vielleicht jung aus, aber das ist nicht mein erstes Rodeo. Seit meinem dritten Lebens seit meine dritte Lebensjahre hat mich mein Dad zum Rodeo mitgenommen und er hat mir alles über Öl beigebracht. Okay. Spezialkräfte, fancy. Barney wird niemals eine Chance bei ihr haben, aber Lisa behält das für sich. So muss sie nie Spellage Strafen zahlen. Okay. Das ist prinzipiell nice. Spezialkräfte gab es im normalen Modus nicht. Was kann Henry so? Schön, dich kennenzulernen. Ich habe Kohle in England ausgegraben, aber Öl ist so viel einfacher an die Oberfläche zu befördern. Das Wetter ist hier auch viel schöner. Spezialkraft: Henry hat eine außergewöhnliche Bindung zu Maulwürfen. Du wirst nicht mehr nach Diamanten suchen müssen. Falls es einen Diamanten in dem Level gibt, wird Henrys Maulwurf ihn bereits entdeckt haben. Okay, die Diamanten waren im normalen Durchlauf eher so mittelmäßig wichtig. Die waren ganz okay. Also ich glaube, ich habe mehr Geld dadurch verloren, dass Öl unkontrolliert ausgetreten ist, als ich mit Diamanten gewonnen habe. Von daher tendiere ich im Moment noch zu Lisa. Wir gucken mal, was der Rest kann. Hi, ich bin schon eine Ewigkeit im Ölgeschäft und es hat mich stinkreich gemacht. Ich rauche gerne Zigarren, kaue auf ihnen herum und ich zünde sie mit 100-Dollar-Scheinen an. Was für ein arroganter Wichser. Larry wirft gerne mit Geld um sich, deshalb beginnt er jedes Level mit 2500 anstatt mit 2000 Dollar. Okay, das ist total wurscht, niemand braucht es. Wie geht es euch allen? Ich habe Schlangenöl verkauft, aber sehr schnell herausgefunden, dass echtes Öl mehr Profit bringt. So erspare ich mir auch ein paar blaue Augen. Spezialkraft von Jim Bob ist Jim Bobs Cousin, reist Jim Bob immer voraus und zeigt am Anfang von jedem Level den Weg zu etwas Öl. Nee, Lisa gewinnt total. Lisa gewinnt. Muss mal gucken, ob ich die Cam da lassen kann, wo sie ist. Hey, du schon wieder. Glaubst du, dass du das Zeug hast, um die Experten zu schlagen? Lass uns zum Rathaus gehen und zu sehen, wie gegen wen du antrittst. Oha, ja, ich habe dich erwartet. Was kann ich für dich tun? Was wohl? Das, weswegen du mich eingeladen hast. Ja, okay. Wir gehen zur Weltkarte. Also was wir prinzipiell machen, ist, wir suchen uns, ja, wir sollten uns alle vorstellen. Danke, die Texte haben wir gerade alle schon gelesen. Aber wir kriegen ein Land zugewiesen am Anfang, das ist okay. Also prinzipiell bieten wir später auch gegen die anderen auf Landteile und haben dann da immer, nachdem jeder so seine Landparzelle hat, die Cam liegt da noch ein bisschen ungünstig, ne? Die liegt so ein bisschen über dem Text. Aber auch nur so ein bisschen, das geht. Also nachdem jeder so seine Landparzelle hat, gibt es quasi ein Level. Guten Tag, um die Eröffnung meiner brandneuen Bank zu feiern, habe ich für jeden von euch ein Bankkonto eröffnet. Ihr könnt mich jederzeit besuchen, um einen Finanzbericht eures letzten Vorhabens anzusehen. Der gute William. Okay. McMoneys. Großartig. Wir bohren einfach mal. Weil deswegen sind wir hier. Ist der Spielsound so eigentlich okay? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber wir können Musik anmachen. Vielleicht nicht auf volle Lautstärke. Aber so ein bisschen Musik im Hintergrund finde ich ganz geil. Das ist okay.
Hört man von der Musik was oder ist das zu leise? Das müsste eigentlich entspannt im Hintergrund sein. Setzen wir fort. Nee. Ach, puh. Ja, Spiel starten, neue Kampagne. Ja, Experte, Lisa. Start, danke. Kennen wir. So, das ging noch. Nee, Soundkulisse ist auch noch nicht viel. Kommt jetzt erst. Wir gehen bohren, das wollte ich sagen. Holen. Gott, Jill. Jill sieht auch aus, als wäre sie von ihrem eigenen Pferdekarren überfahren worden. Holen wir uns das ganze Öl. Wir nehmen $2000 mit, um die Inbetriebnahmekosten zu zahlen. Bist du bereit? Geht's um. So, das sind die Level. Wir haben Boden. Und wir setzen hier erstmal Wünschelroutengänger hin. Die finden Öl und dann bohren wir nach Öl. Und wir können immer gucken, wir können an die Left Inc., die auf der linken Seite ist, und an die Right Inc. verkaufen, die auf der rechten Seite ist. Und die haben immer unterschiedliche Preise pro Barrel Öl oder pro Liter oder pro Freedom Unit, ich habe keine Ahnung. So, er hat was gefunden. Und dann müssen wir halt immer gucken, wo wir idealerweise ihn verkaufen. Die haben beide was gefunden. Das ist sehr schön. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auch tatsächlich was finden. Also es ist immer da, wo sie stehen und winken, direkt darunter. Die Frage ist, wie tief darunter. Hier haben wir schon gefunden. Das ist gut. Da setzen wir hier direkt einen Karren hin, der das Öl abtransportieren kann. Left Ink und Right Ink, kreative Namen. Auf jeden Fall. Wo wir uns jetzt gar keine Gedanken mehr drüber machen müssen, ist tatsächlich Ölaustritt. Es ist nämlich immer so, man kann die Leitungen hier später auch aufwerten und man kann halt mehrere Bohrtürme haben und eventuell fördern die halt so schnell Öl, dass Öl gar nicht schnell genug abtransportiert werden kann. Da geht der Preis runter. Bleibt er da? Ja, also eventuell. Nee, wir machen hier weiter. Eventuell kommt da halt so viel Öl raus, dass es halt nicht schnell genug abtransportieren kann und dann sprudelt das hier oben halt raus. Und dann gibt es halt eine Umweltstrafe. Was halt so semi-geil ist. Bis wann geht denn das überhaupt? Aber bis 31. März nur. Oh, okay. Das sind noch die kurzen Jahre. I see. Und ja, die Strafen sind teilweise, also gerade später im Spiel, halt recht saftig. Also mehrere tausend Dollar, dann unter anderem. Von daher muss man da immer sehr vorsichtig sein. Aber dadurch, dass wir jetzt Lisa genommen haben, können wir so viel Öl in die Umwelt pumpen, wie wir wollen, und sagen später einfach, I'm sorry, I'm deeply sorry, I am really sorry. Und gucken dabei nett in die Kamera. Und dann wird alles schön. Und wir müssen überhaupt keine Strafe bezahlen. Das ist voll gut. Hätte vielleicht einen Wagen weniger kaufen sollen. Ich glaube, wir machen hier einfach mal fast forward. Ein bisschen auf den Preis gucken. Das kann ich auch mit X machen. So, dann verkaufen wir nämlich nochmal hier weiter. So, da hätten wir noch mehr riesige Ölvorkommen gehabt, aber da haben wir einfach keine Zeit für gehabt, die abzuschöpfen. Was jetzt bis zum 31. März geht, geht relativ zügig bis zum 31. Juni und dann auch relativ zügig bis zum 31. Dezember. Also sprich die Leveldauer, also die Zeit, die man hat, um das Öl zu fördern, wird ja erst verdoppelt und dann quasi insgesamt vervierfacht. Wir haben $3000 gemacht, das ist okay. Mal gucken, wie sich der Rest so geschlagen hat. Okay, Larry. Auf Larry müssen wir aufpassen. Aber wir führen auf jeden Fall, das ist okay. Nein, ich möchte nicht die Stadt verlassen. Entschuldigung. Howdy, mein Name ist Fred Metal. Versuchst du, deinen Ölförderungsbetrieb effizienter zu machen? Schau in meiner Fabrik vorbei, um deine Ausrüstung aufzurüsten. Ausrüstung aufzurüsten, okay. Hier können wir halt Upgrades kaufen, wie breitere Rohre, also dass wir die Rohre halt aufwerten können und größere Tanks, falls wir Öl zwischenlagern wollen, weil die Preise gerade bei beiden Firmen scheiße sind, sowas halt.
Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir gehen erstmal ins Rathaus und holen uns das nächste Stückchen Land. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde einfach prinzipiell mal hier drüben gucken. Mal gucken, was da so abgeht. Die Zahlen hier drauf geben immer an, wie viel Öl prinzipiell oder wie ertragreich die Parzelle entsprechend ist. Und prinzipiell, wenn man irgendwo eine hohe Zahl hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gebiet daneben auch noch relativ ertragreich ist. Da das hier alles so mittelmäßige Werte sind, lassen wir das jetzt mal außen vor und gucken mal da hinten. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich jetzt im Expertenmodus neue Werte sind, sonst hätte ich mir das total screenshotten können aus dem normalen Modus, aber scheiß drauf. Okay, Henry kauft sich schon mal einen größeren Tank. Wir können prinzipiell auch... Ich würde tatsächlich eher auf die Rohrbreite gehen. Aber das ist im Moment vielleicht noch gar nicht so sinnig. Wobei, Oil Spill juckt uns ja nicht. Ja, easy, machen wir. Brauchen wir sowieso irgendwann. Brauchen dickere Rohre, so sieht's aus. So, Jill fährt uns mal wieder dahin, wo wir hin müssen. Was hast du zu sagen? Ah, okay, jetzt geht's schon bis zum 30. Juni. Hab ich gesagt, bis zum 31. Juni? Es gibt natürlich keinen 31. Juni. Das ist natürlich Unfug. So, die haben beide was gefunden. Das ist schön. Vielleicht gar nicht so tief bohren sollen. Kann natürlich nämlich auch schnell passieren, dass man... Ah, das sieht aber gut aus. Jawohl. Boah, Gott. Ich glaube, ich will ein Silo haben. Preise sind nämlich beide gerade mies. Also so unter 75 Cent möchte ich eigentlich nichts verkaufen. Das Problem ist, wenn wir nichts verkaufen, kriegen wir natürlich auch kein Geld rein. Mal ein bisschen fast forward und da steigen die Preise langsam. Nehmen wir mal noch einen Karren und dann fangen wir mal an hier zu verkaufen. So, dann, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Gebiete sind. Das ist immer die Frage. Man weiß halt nicht, wie groß die Vorkommen sind. Die können halt winzig sein. Dann sind die ruckzuck leer. Das hier scheint größer zu sein, weil hier sinkt der Pegel noch nicht wirklich. Das hier ist vermutlich nicht so riesig. Ich bin versucht, noch einen Wünschelroutengänger zu holen. Vielleicht holen wir uns aber auch erstmal zwei Karren und machen hier mal das Rohr ein bisschen dicker. Das finde ich ganz okay. So, dann kommt da nämlich so richtig was raus. Boah, Wortwahl, Bench, Wortwahl. Das Spiel sieht schön gechillt aus. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel ist sehr, sehr entspannt. So, hier war gerade schon der kleine Timer von wegen, Oil Spill, aber wir zahlen ja keine Strafen. Wir verschwenden halt nur Öl, was ärgerlich ist, weil wir halt mehr verkaufen könnten. Man kann übrigens, ich weiß gar nicht, man kann am Anfang, glaube ich, maximal 10 Pferdekarren haben. Oder? Ne, 15 sind es, glaube ich, sogar. Der hat da noch Öl gefunden, okay. Und zwar da. Und dann werten wir das auch noch auf. Hm, da geht der Preis in den Keller, das ist nicht ganz so geil. Das Problem ist, die Zeit ist bald rum. Und wir können halt nicht ewig viel einlagern. Hier hinten gehen die Preise hoch.
Okay, letztendlich ist jetzt aber auch alles leer. Dann würde ich einfach nur gucken, wie die Preise noch werden. Das alles verkaufen. In Hoffnung, dass wir das noch alles loswerden. Ah, nicht alles. Ärgerlich. Aber okay, zumindest 9.500. Verkaufen lohnt erst ab 80 Cent. Naja, also in dem Fall hätte ich sogar schon vorher verkaufen sollen, weil so habe ich jetzt eine Menge gehabt, die ich gefördert, aber nicht verkauft habe. Also das kannst du so pauschal nicht sagen. Ja, und Mr. Jim Bob hat auch einfach mal deutlich mehr Gewinn gemacht. Okay. Edward, der Handwerker, auch der hat Upgrades. Prinzipiell für Tools, die wir benutzen können. Also wir können halt Scanner kaufen, wir können uns Maulwürfe holen, die Diamanten rausgraben können, wenn es welche gibt. Und wir können die Suchtiefe und die Schnelligkeit von den Wünschelrutenleuten erstmal verbessern. Und hier hinten wird der Stall gebaut. Ich glaube, hier war der Stall. Da können wir dann unsere ganzen Pferdekarren aufwerten. Kostet das Spiel was? Ja, es kostet auf jeden Fall was. Das haben Spiele meistens so an sich. Es kostet prinzipiell 10 Euro. Ich habe es mir aber vor, keine Ahnung, 3-4 Wochen im Sale gekauft. Da gab es das für 3 Euro. Oder für knapp 3 Euro. Das war ganz okay. Ah, Jim Bob hat auch einfach... Oh, wobei. So, die fangen jetzt nämlich... noch nicht massiv an, aber teilweise an sich zu überbieten und zahlen halt mehr Geld dafür und naja, mal gucken. Breite 2 und Tiefe 2. Naja, haben wir prinzipiell auch beides. Von daher, wir bohren mal. Kaum bauen wir einen Ölturm, geht der Preis in den Keller. Danke auch. Okay, hat auch was gefunden. Treffen wir das? Ja, gerade so. Gerade so. Das treffen wir auf jeden Fall auch, das ist schön. Preise. Niemand kann damit arbeiten. Geht immer noch bis 30. Juni, ne? Ja. So, jetzt geht's aber auf beiden Seiten hoch. Dann verkaufen wir da mal. Und zwar mit allen 4 Wagen. Prinzipiell können wir unsere Wagen auch aufteilen. Wir können sagen, 2 verkaufen da, 2 verkaufen da, aber das macht nur so mittelmäßig Sinn. Der Preis da stabil. Und er steigt sogar noch, das ist okay. Prinzipiell haben wir später auch irgendwann eine Kneipe oder einen Saloon, wo wir ein paar Schmiergelder zahlen können. Oh Gott, wie tief ist das denn hier? Und dann gibt es zum Teil so Sachen, dass man sagen kann, okay, fürs nächste Gebiet oder fürs nächste Level sinkt bei der Left Ink oder der Right Ink der Preis nicht unter diesen Wert. Das ist halt ganz okay. So, hier werden wir mal auf. Packen hier noch mehr Pferdchen hin. Und Abfahrt. Da ist leer. Wollen wir noch einen Wünschelroutengänger? Ich glaube, es lohnt nicht. Preis. Ah, wir bleiben da drüben. Außer, dass wir vielleicht noch einen Wagen mehr einsetzen könnten.
Und letzter Monat, wir verkaufen jetzt alles. Also es macht halt keinen Sinn, es jetzt noch einzulagern, weil das werden wir halt niemals los. Auch wenn der Preis jetzt richtig in den Keller geht. Besser als nix. Die kleinen Kackfelder finden sie natürlich, aber das Riesenteil. 9000. Ihr seht den linken Preis nicht. Ah, liegt die Cam da im Weg? Oh, okay, gut zu wissen. Dann muss ich die doch nochmal verschieben. Bin halt am Überlegen, ob ich...